Viele von Ihnen werden Algorithmen schon begegnet sein. Möglicherweise haben Sie sich damit schon inhaltlich beschäftigt, sie selbst programmiert oder sind in einer gewissen Art und Weise von denselben betroffen gewesen. Aber wie steht es um den Begriff des Algorithmic Bias, der immer mit zu bedenken ist, wenn wir es mit Algorithmen zu tun haben? Haben Sie davon schon gehört? Peter Burethofer und Sabrina Burtscher werden sich in dieser Lektion genau diesem Begriff annähern und dessen Effekte charakterisieren. Ihnen werden kritische Fragen begegnen, die Ihnen aufzeigen können, dass wir es häufig mit einer Reihe an Vorteilen zu tun haben, wenn wir beispielsweise Statistiken lesen. Sabrina Burtscher wird sogar so weit gehen, zu zeigen, welche Verzerrungen in unserem Verständnis notwendigerweise im Zusammenhang mit Algorithmen stehen. Am Ende stellt sich Ihnen und auch mir die Frage, mit welcher Realität wir es eigentlich zu tun haben, wenn im Digitalen Algorithmen und solche damit verbundenen Verzerrungen am Werk sind. Sollten wir, wie Peter Burethofer es vorschlägt, am Ende lieber von Machine Conditioning als von Machine Learning sprechen? Die Beantwortung dieser Fragen möchte ich gerne Ihnen überlassen und ich wünsche Ihnen viel Freude bei der kritischen Diskussion. Von dieser könnte man sogar behaupten, dass sie ein wenig den versteckten roten Faden durch diesen MOOC bildet. Wir wollten über Bias reden. Hallo Sabrina. Hallo Peter. Wir wollten über Bias reden, genau. Ja. Algorithmic Bias, nicht Cognitive Bias. Nein, Algorithmic. Hast du einen Vorschlag, wie wir das definieren? Algorithmic Bias? Ich hätte gesagt, auf Deutsch wird es so oft übersetzt mit Verzerrungen, aber ich würde sagen, es sind keine Verzerrungen, sondern es sind halt einfach Vorurteile, die in Daten abgespeichert sind oder abgebildet sind. Wenn du irgendeine Statistik erhebst, dann hat die sehr oft einen Bias, weil es halt darauf ankommt, was für Fragen du stellst, wem du die Fragen stellst und in was für einem Kontext, dass du die Fragen stellst. Und da kann es dann halt sein, dass du schon eine gewisse Realität abbildest, weil du hast ja höchstwahrscheinlich echte Menschen gefragt, nach ihrer Meinung, aber dass da halt ein gewisses Ungleichgewicht drinnen ist. Auf Basis dessen, eben, wen du was fragst. Ja, weil die Leute ja auch ein Ungleichgewicht im Kopf haben, ne? Genau. Glauben seltsame Dinge und ja. Das spiegelt sich in den Daten auch. Und ich würde das gerne noch erweitern ich würde das durchaus Fehler nennen. Fehler, die in Algorithmen sind, wo die Algorithmen dann falsche Entscheidungen treffen. Das muss gar nicht aus den Daten kommen, sondern stimmt das kann einfach auch im Algorithmus drinnen sein, dass ein Algorithmus sagt, weil sich irgendwelche Merkmale überbetont, zum Beispiel aus den Eingangsdaten, die da zu verarbeiten sind und entsprechend dann falsche Entscheidungen trifft. Mit diesem Wort falsch kämpfe ich aber, weil das legt so nahe, es gibt richtig und falsch, aber so ist es ja nicht. So einfach ist die Welt leider nicht. Ne? Voll. Ich würde sagen, man muss bei die Algorithmen auch schon irgendwo anfangen zum drüber reden, was ist überhaupt so ein Algorithmus? Weil da halt sehr oft nur so Sachen angedacht werden, die halt Machine Learning Algorithmen sind. Also wo du halt ein System mehr oder weniger eigenständig Muster finden lassest in irgendeinem. Ja, ja. Na, ich glaube, ich würde das gern so sehen. Ich würde den Algorithmus gerne als eine Blackbox sehen. Weil eigentlich weiß man nicht, was da drin passiert im Normalfall. Ne? Weil man den Algorithmus nicht selber geschrieben hat, weiß man nicht, was da drin passiert. Und wenn man ihn selber geschrieben hat, weiß man manchmal auch nicht wirklich, was da drin passiert. Ne? Aber normalerweise ist ein Algorithmus eine Blackbox und da gehen Daten rein und andere Daten kommen raus. Was da drinnen passiert, ist für mich ein Algorithmus. Punkt. Ein technisches System, das aus den Eingangsdaten die Ausgangsdaten, nennen wir es halt einmal, errechnet. Ne? Genau. Und das ist so eine allgemeine, weil ich will mich eigentlich gar nicht damit auseinandersetzen, was ein Algorithmus tatsächlich ist oder so. Ja. Ja, das ist, ob das jetzt aus einem Machine Learning System kommt oder ob das eine Heuristik ist, die also einfach programmiert ist, wo Entscheidungen getroffen werden. Ist mir eigentlich wurscht, ne? Algorithmus ist Algorithmus. Genau, und was ich bei den Diskussionen sehr oft vermisse, ist, dass halt eben nur auf die Daten geschaut wird. Also wirklich nur auf
auf die Rohdaten, die man dann hat und die man auswertet. Mhm. Und meiner Meinung nach muss man aber eben schon viel früher ansetzen und schon mal ansetzen bei der Frage, was soll das Ding überhaupt machen? Und eigentlich auch, warum? Da gebe ich dir vollkommen recht. Also die Frage, was wir denn überhaupt, ich sage jetzt einmal ganz groß, gesellschaftlich, was wir uns vorstellen, dass Computer oder Algorithmen für uns machen und entscheiden sollen, da fängt es eigentlich schon an. Ne? Weil es gibt Dinge, die ganz zweifelhaft sind, wenn wir sie an Computer überhaupt übergeben. Ne? Da werden wir sicher noch früher oder später darauf zu sprechen kommen. Ja. Also viele Beispiele. Gibt es ein wunderbares Buch, das Automating Inequality heißt. Oh ja, die Eubanks. Genau, Virginia Eubanks. Und wenn man das nicht lesen will, gibt es sogar einen Podcast. Vielleicht kann man das nachher verlinken zum Video. Ja. Einen Podcast, wo sie eine Stunde lang mit einer Technologiejournalistin über das Buch redet. Und es ist ein super Gespräch. Also es ist so die Short Version. Und das Schöne in diesem Buch ist halt, wie sie darstellt, dass Systeme, die von vornherein schon ungleich sind, also die Ungleichheit schaffen, wie Bürokratien zum Beispiel. Mhm. Die Idee der Bürokratie war ja immer, dass alle nach den gleichen Regeln behandelt werden. Ja, im Gegensatz zur, ich bin der entscheidet, du kommst und sagst, ich hätte gern eine Förderung dafür und ich sage, nein. gibt es in der Bürokratie Regeln, nach denen entschieden wird? Und eigentlich war das Ziel immer, dass alle gleich behandelt werden, nur ist das halt nicht der Fall, wiederum wegen der Vorbedingungen. Genau. Wenn man das jetzt einen Algorithmus übergibt, wird das noch dazu, wird es vollkommen intransparent. Also zu dem, dass die Entscheidungen nicht notwendigerweise gerecht sind, werden sie auch noch intransparent. Und wieder ein Begriff, dieses Mathwashing. Also zack, aber das ist ein neutraler Algorithmus und das wird mathematisch errechnet. Ja. Und auf die Art und Weise wird Ungerechtigkeit dann gerechtfertigt, indem man eben sagt, ja, die Mathematik ist nicht ungerecht oder gerecht, ist ja neutral. Ne? Das ist schon ganz, also die Eubanks bringt da ein paar Sachen auf, die total spannend sind und die immer wieder herkommen. Also wie genau solche, eben wie du gerade gesagt hast, Bürokratie hat eigentlich das verbessern sollen und genau das Gleiche passiert ja jetzt mit dem Machine Learning eben. Man versucht, Dinge objektiver zu machen, weil man quasi den MitarbeiterInnen bei irgendwelchen Ämtern oder sowas vorwirft oder unterstellt, sie waren gebiased. Sind Menschen, sie haben gewisse Regeln, an die sie sich halten müssen. Natürlich haben sie eine gewisse Richtung, in die sie agieren. Ja. Und dann wird einerseits gesagt, dieser Algorithmus, der kann dann, oder dieses System kann das verhindern, dass da dieser Bias reinfällt. Und gleichzeitig müssen aber die MitarbeiterInnen entgegenwirken, falls der Algorithmus doch einen Blödsinn macht. Mhm. Ich finde da total spannend, was sich in solchen Systemen dann für Spannungsfelder eigentlich auftun. Mhm. Mhm. Wobei, ja, das Problem ist, dass die Algorithmen niemals können nicht. Ne? Also das liegt in der Natur der Sache, muss man auch festhalten. Ne? Es ist wissen wir eigentlich seit den 30er Jahren, seit den 60er Jahren, da hat jemand einen Artikel geschrieben, einen ganz großartigen, der heißt Wicked Problems in General Planning, glaube ich, Horst Rittel. Mhm. Der hat beschrieben, dass genau solche Probleme, soziale Entscheidungsprobleme, einer rein rationalen, bewertenden Vorgehensweise oder Entscheidungsmethodik nicht zugänglich sind. Mhm. Das geht einfach nicht. Wir können in Situationen, wo wir Entscheidungen über gesellschaftliche Gruppen oder über, wer bekommt ein Arbeitslosengeld und wer nicht, das sind Situationen, in denen maschinelle, damals noch mathematische Entscheidungen nicht funktionieren können. Diese Verfahren versagen. Und das wissen wir eigentlich seit damals und trotzdem kommt es immer wieder, dass man versucht, in genau diesen Situationen solche Systeme als objektiver zu erklären, wenn sie in Wirklichkeit nur einfach schlechter sind. Ne? Du hast gerade gemeint, damals mathematische Verfahren, im Großen und Ganzen sind sie ja jetzt auch nichts anderes als glorified statistics. Genau, aber das ist was anderes. Ne? Machine Learning ist kein mathematisches Verfahren per se, ist es natürlich innen drin schon, aber ich würde es nicht als ein mathematisches Verfahren sehen, sondern einfach als ein
Statistics on steroids. Genau. Und ich würde übrigens nicht Machine, genau, ich würde auch nicht Machine Learning sagen, ich würde Machine Conditioning sagen. Ja, voll. Ja, es ist mehr so wie ein, es ist Pavlov eher. Das stimmt, ja. Es hat mit dem Lernen von Kindern in der Schule oder so, ja, die mit großen Augen über die Welt lernen, nichts zu tun. Ja. Computer sind. Sondern es ist eben, du hast die Testdaten und du hast initiales Set an was rauskommen soll. Und dann versucht dieses System eben selber rauszufinden, wie komme ich von A nach B. Genau. Und irgendwann kommen dann neue Daten dazu und man hofft, dass dieses A nach B ungefähr gleich funktioniert. Genau. Das funktioniert meistens auch dann gut. Also üblicherweise ist das ja, weiß ich, nehme eine ganz einfache Entscheidung, hier oder hier. Ja? Und dann habe ich ganz viele Punkte und der Computer soll dann entscheiden, hier oder hier. Mhm. Ja? Und wenn das Datenmaterial genügend hier und hier Daten zur Verfügung stellt und da auch dazu sagt, die Daten sind hier und die sind hier, dann kann der Computer nachher gut entscheiden, dass die Daten hier sind und die hier. Aber wenn dann was hier in der Mitte daherkommt, trifft der Computer üblicherweise irgendeine Entscheidung. Und weil die Machine Learning Systeme so angelegt sind, dass sie eine Entscheidung treffen, sagt der Computer dann hier. Und nicht, ich weiß es nicht, weil Machine Learning Systeme können am Schluss nicht sagen, ich weiß es nicht. Ja? Und das ist einer der Punkte, wo dieser Algorithmic Bias entsteht, weil Entscheidungen getroffen werden, für die ein Mensch würde sagen, ich bin nicht qualifiziert, diese Entscheidung zu treffen. Das liegt in der Mitte, ich weiß es nicht, reden wir drüber. Ein Computer sagt, hier. Und das war's. Ne? Und damit ist die Sache gegessen und so entsteht Algorithmic Bias aus den Daten heraus und so spiegeln diese Systeme eine Autorität in ihrer Entscheidung vor, die sie eigentlich nicht haben. Ne? Ich glaube, das fasst es verdammt gut zusammen. Ne? Ja, das ist... Absolut.